Morgen. Gleich fahren wir los zur Schule. Montag wieder. Das ist mein erster Gang. Nein. Anziehen und hier runter. Videos. So. Dann müssen wir schon verbessern. Ein Auto abgeschafft. Zwei Autos haben wir abgeschafft. Ja, aber dann haben wir ja wieder zwei an der Backe. Das ist ja doppelte Kosten. Das ist ja Quatsch. Nee. Na, wenn du Führerschein hast, dann ja, aber. Was bist du denn? Oh. Oh, super. Hier, genau. Dit. Bleibst kurz hier drin? Ja. Gut. So, jetzt bringen wir dich weg. Wenn ich einen Schlüssel finde. Na dann komm, raus. Hinter. Na dann. Vielleicht noch eine halbe Stunde Pause und dann jetzt in den Laden. Also, den ersten Auftrag haben wir ja schon von Samstag. Haben wir noch einen? Ich habe hier einen Splitter drin, Logo. Ne? Stumpfe Nadel ist das ja auch doof, ey. Doch, ist er ja, der Hühnerschräge. Haben wir das auch mal erklärt. So. Wollte ich sagen: Pflanzen raus und dann los. Gut, das steht hier, aber jetzt erstmal
Wolle-News. Ach, 50% der Neuinfizierten. Naja. Urlauber bringen Corona zurück nach Berlin. Senatoren waren für Reisen, Partys und Familienfeiern. Ja. Da hinten haben wir das Ergebnis. Ja, da hinten, da stehen sie an. Ja, ja. Zum Testen. Die Rennen fahren und rausfahren. Du musst ja testen, wenn du rausfährst, wa? Ich hab keine Ahnung. Ja, ja, du sollst ja auch testen, wenn du rausfährst. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Hat das eine Frau gerade gesagt, wenn die alle Leute alle so vernünftig würden sein, wie sie das richtig machen, was ist denn, wenn alle nicht so, in der Schule, die Kinder, ja, das wisst ihr auch nicht, wie das da ist, wa? Immer machen sie dann wieder zu. Ja. Hör mir auf. Ich sag dir, das ist alles eine Scheiße. Das ist alles. Zeig mal her. Ja, das ist die ganze. Moin. Ach, was die Mama vorhat mit dir. So schlimme Sachen macht. Aber sie war jetzt auf dem Weg nicht mehr so. Machen die jetzt Konzert da vorne für die Leute? Was ist da los? Ja, Ich muss dich mal kicken und berichte mal. Wolfgang berichte davon. Alle Fenster von der Praxis sind offen und überall steht jemand an. Mit einem Stäbchen, ja. Nimmt Speichelproben. Mhm. Auf der Straße, das geht doch nicht. Na ja, auch weil so ein Bürgersteig lang nicht stehen sollen. Ja, die können auch sicher Verkehr hier so blockieren. Wegen der infizierten Scheiße. Dann müssen sie ein Parkverbot organisieren. Dann sollen die da stehen. Mit Musik und Tanz. Ja, ja, ja. Da soll ich sie die hier lassen, dann mache ich kurz ein paar Brote. Moin. Ich mache heute wieder so ein Essen-Eis. Das ist gut. Ja. Leider habe ich nicht so schöne zwei Stück. Okay, was haben wir hier? Das haben wir hier. Dieses wunderschöne Geräusch. Wo kommt das her? Von hinten, würde ich mal denken, kommt das her. Das finden wir raus, indem wir das Hinterrad ausbauen. Und uns mal anschauen, was hier das Problem ist. Also drehen, tut's einmal frei. Hier. Das ist vielleicht doch vorne. Das ist eine neue Kette, da kann ich mir Finger reinhalten als Zahnkranz. Dann habe ich nur noch eine Vermutung, und zwar die Kettenlinie. Dass die Kettenlinie nicht stimmt. Die Kettenlinie ist ja auch ganz wichtig, damit die Zähne nämlich in einer Flucht zueinander stehen. Also wenn die Zahnkranz vorne und Zahnkranz hinten in einer Flucht zueinander stehen, dann ist das die Kettenlinie, weil dort über diese beiden Zahnkranze dann die Kette läuft. Stehen sie nicht in einer Flucht, ist der eine Zahnkranz leicht versetzt, läuft die Kette schräg und fängt dann manchmal auch so an zu knacken, wenn jeder Zahn muss ja in die Kette reingreifen. Deswegen gibt es hier leicht gekröpfte Zahnkränze. Dieser war ja schon drauf, so rum.
Und anscheinend ist der falsch. Ich werde ihn jetzt einfach drehen einmal, den Zahnkranz, und dann sehen, da verändert sich die Kettenlinie um ca. 1,5-2 mm. Und dann schauen wir mal, ob das besser läuft. Dazu hebe ich hier diesen Sprengring runter. Drehe den Kranz einfach um und klicke wieder auf. Und Sprengring wieder rauf. Gucken, ob er richtig sitzt. Fertig. Jetzt beugt das Ganze wieder ein und hoffe, dass es nicht mehr so knackt. So, ich denke, es ist die Kettenlinie. Gleich nochmal, Zahnkranz runter, Sprengring ab, Zahnkranz ab. Ich merke jetzt mal hier. Und einen dünneren Zahnkranz drauf, weil das ist doch hier kein Nominaler, oder? Schauen wir mal. So. Und? Yay. Also. Falscher Zahnkranz, beziehungsweise zu dick der Zahnkranz. Plus 5. So, gut, haben wir fertig auf alle Fälle. Ja gut, das war das Kettenlinienproblem, beziehungsweise eben das Kette-Zahnkranz-Problem. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Thank you.
Hat das nur eine Kette? Wo ist das Schloss davon? Da habe ich so ein Alarmschloss. Nein, mehr? Ich selber kein Schloss. Wie kann man uns hier nichts machen? Und dann kriegst du 20 sozusagen. Nein, es ist doch nur eine Kette. Was denkst du, was soll ich denn jetzt dafür nehmen? Wenn ich dir 20 Euro hebe, was glaubst du, was ich sowas verkaufe? Was ist los mit dir bitte? Ey, das sind zwei Dinger hier. Ja, aber die Kabel kosten doch 9 oder irgendwie 10 oder 15. Was? Das ist vielleicht 15, das sind 10. Das Kabel, dann da ist ja kein Schloss. Das ist ein Zusatzkabel, das kannst du holen. Wie kostet das jetzt so viel? Die Dinge noch nicht Schloss. Das war irgendwie so ein Kugelrahmen aus Stahl. Ja, ich geschenkt bekommen, ich habe ein Tempo abgeholt. Will man zurückzahlen. Tüte von Herrn Dorfer. Und mir in Deutschland weit gebaut, ich wusste ja nicht, dass ich das baue, aber ich habe hier irgendwie. Ich wusste ja auch nicht, dass ich. Das habe ich mir einfach eine Freundin gezeigt und dann meinte sie, oh, Deutschland Bike. Ja, siehst du. Wisst Bescheid, ja, Alter. Schöner Convention, ja, also rot. Und dann ein bisschen die gelbe Felge, weil Miami Weiß Farbe, also war so irgendwie deklariert als Miami Weiß. Okay. Wer weiß schon. Wer weiß. Also schön gelb, rot, schwarz. Hi. Kann ich kurz was reinpumpen hier? Ja, klar. Pumpen wir mal drin da. Ja, ne. Das ist noch eine alte Federgabel mit Lockout. Scheibenbremse. Jemand, der für 30 Euro dafür bezahlt. Wenn das. Ja, da kannst du jetzt mal aufstellen. Dann nee, ich habe so ein paar Sachen, die ich montieren möchte und da wollte ich mal, ob ihr entweder helfen könnt oder so Tools habt, die ich kaufen kann. Okay. Willst du es dir einmal kurz anschauen? Ja, vielleicht kannst du es auch direkt machen, wenn das. Aber Tools kaufen kannst du erst. Ja. Ja, der ist wieder. Okay, guck mal, sowieso Schlüssel für den Latz. Oh. Was ist ein Schlüssel? Hier? Nee. Nee. Schließschlüssel. Schließschlüssel. Wechsel aber schlechter hoch oder was? Nee, die sollten nicht mehr Luft verlieren, aber ich habe den einmal aufgepumpt. Naja gut, mit Gegendruck halt wahrscheinlich. Mach mal genau. Auch eure Arbeit sein. Warum nimmst du nicht richtig die Waschpaste? Hab ich? So ist die Dreck genommen. Ja, das reicht schon. Arbeitshandschuhe irgendwo drauf. Ja. Da sieht man auch, wo Pinkel hin. Achso, aber ich bin ganz hoch ins Waschbecken. Ja. Ich soll Wasser laufen lassen. Ich hab bei mir zu Hause gemacht und ich musste da so viel Dreck rausholen. Was? Ich wusste nicht. Also ich hab da immer reingepinkelt bei mir und dann habe ich ganz sein lassen, weil ich hab da irgendwie immer so viel Zeug rausgekommen. Das ganze Rohr war voll. Wieso, was hast du denn? Was kommt denn bei dir raus? Ich weiß nicht. Was ist denn das? Dittiges Öl oder so? Ja, hör doch mal auf, ey. Ja, ist aber netter, dass ich jetzt hier rein bin. Ja, darfst du. Machst du die Tür zu oder was? Oder rennen und dann. Ich mach mal hier. Ich mach
meine Ecke. Mir ist das, macht ihr, ich, mir ist das egal. Das liegt ja um die Leute, nicht um dich. Er sagt, er ist voll. Wenn mein ganzer Laden ist dicht. Er würde sie nicht mal umsonst nehmen, weil. Ach du Scheiße. Wenn man, er kriegt morgen schon wieder Sachen, er weiß gar nicht, wenn damit. Na ja, gut, dann ist es so. Ne? Kann ich den kurz hier hinstellen? Ja, ganz kurz. Und ich mache eine Viertelstunde wieder. Der ist für mich auch nicht geeignet, der Stoff. Weißt du? Hey. Hi. Mir ist kurz gefragt, ich glaube, ich bin zu blöd, den Umwerfer einzustellen. Ich habe das halt einfach von uns zu drehen und das ist noch schlimmer gemacht, als ich schon war. Wie machst du das auch? Also, ich habe vorher einfach von oben zu drehen. Arbeit, Arbeit, ne? Ja, du, wie gesagt, wir müssen erstmal diskutieren, weil das ist halt schlimmer am Verein. Ja. Und da Jugendliche reinzulassen. Puh, ey. Winnie Kuh. Kann ich jetzt überhaupt gar nichts dagegen machen, du hast gleich unten nach mir schon einen Termin. Wenn du noch Schulbrot hast? Dann muss ich oben, glaube ich, mal kurz gucken. Na, dann guck mal auf, da ist eine Bezeichnung drauf, Millimeter und Durchmesser. Ja, ja, okay. Papa, hast du Geld, wenn wir zum Bäcker das kaufen können? Es ist keine Zeit für zum Bäcker zu gehen. Du musst in einer Viertelstunde da sein, das ist der Weg. Ich bin schlapp. Und kommst du dann wieder an, okay? Erstmal bring ich den schnell das Geld. Nein, machst du nicht, du bringst dann gleich von Lumen den Pott aus. Oh, und, ja. Da kommst du zurück und Mama holt Blumen ab. Ja, danke. Ja, genau. Fährst du jetzt zu ihm hin oder was? Oder wie machst zu du dem das? Jetzt noch nicht. Nee, ich fahre jetzt heute erst zu der Sonderallee, da ist mal weg. Statt morgens, montags, Gelbstiefelwerkstatt. Ja, gut, na ja, wie gesagt, wenn du Bock hast oder so mit dem Verein. Da hab ich schon immer Bock. Also dann wäre ich wenigstens eine Station in Friesheim. Weil ich habe gesagt, die haben dann, das ist eine geile Kaufhalle und die haben viele kleine so Abteile, die man durchaus auch nutzen könnte. Und wie ich mal gesagt habe, wäre schon geil, wenn man so einen kleinen Raum, so wirklich so wie der Raum hier, von hier nach da und bis hier im Quadrat zum Beispiel. Wo man halt nur völlig aus, wo man nur darf, da hast du halt deine, was weiß ich, 5, 6 bis 10 Fahrräder so an der Wand hin, da geht ja auf die Breite. Und hast dann halt auch. Und hast einen Montageständer an einer Ecke und hast ein Regal mit Teilen. Gebrauchte meist, weil das ist ja vor allem, ja, wisst ihr, ist alles umsonst, das darf alles nicht kosten und so. Das ist immer so ja, das was du neu hast, ist Schläuche und Züge. Das hast du ein paar neu. Ja. Also so Verschleißsachen, Rötzlinge. Und ich sage, das wäre aber schon geil, wenn das dann irgendwie auch abschließbar wäre. Also im Grunde genommen, wenn das Ding nicht besetzt ist, dass da auch keiner irgendwie reingeht. Weil das ist einfach. Ja. Faktet, auch wenn das halt, das ist ja nicht immer offen, man muss halt schon einen Schlüssel haben. Sowas. Ja, genau. So wie in der Tempelhofer Werkstatt da. Und da meinten sie halt, oh, na ja, müssen wir mal sehen. Und ja, da wer soll dafür Schlüssel haben? Naja, selbst in Werkstatt soll ich ja schon mal im Jugendclub, habe ich immer überlegt, ob ich das mache. Aber naja, so was ist das ja. Im Grunde genommen ist das genau das, was ich da aufziehen möchte. Ich möchte nicht für irgendeinen Fahrradladen dort aus der Gegend eine Konkurrenz sein oder so und billig reparieren oder umsonst, sondern ich möchte das mit diesen Jugendlichen arbeiten, die sind da alle ein bisschen. Ich sollte auch mal hinkriegen. Bedarf haben die da alle, die sind alle auch, was weiß ich, die können es halt nicht.
Ja, und dann die wissen es ja auch nicht. Ne? Die wissen nicht, wie es funktioniert. Die Eltern haben meist keine Zeit oder sind ein bisschen vernachlässigt. Schwierige Kindheit, was auch immer, wie auch immer. Ja. Für die möchte ich da einen Punkt schaffen. Das ist mein Ding. Und das kostet halt nichts, bis auf das Material, was sie eben zum Materialpreis, also ja, was das im Laden kostet. Naja, Einkaufspreis geht nicht, du musst ein bisschen mehr nehmen. Also musst schon, du darfst eben keine Konkurrenz sein zu den anderen Fahrradläden. Ja. Du musst im Verkauf, wenn der Schlauch im Laden nebenan und da 8 Euro kostet, musst du dort tatsächlich 8 Euro nehmen. Ja. Weil ansonsten regen die sich nämlich wieder auf. Mhm. Das darf man nämlich nicht. Mhm. Das ist ein Wettbewerbsgeschichte. Du hast hier 6 Euro. Ich habe die hier für 6 Euro. Mhm. Ja, weil sie aber eben hier bei Lampe kosten sie 4 Euro knapp. 3,90 oder so. Ja. Bei Justus vorne kosten sie auch 6 Euro. Und bei der Waschspannerei kosten sie 7 Euro. Genau. Und ich habe da dieses Mittelmaß hier noch. Genau. Ja, auch 6 Euro. Ja. Aber natürlich eben nicht. Da soll pass auf, das ist der Fakt. Da muss es nochmal laufen. Die Reparatur kostet nichts. Mhm. Aber ein Teil kostet, was das woanders auch kostet, das vielleicht auch minus 1 Euro. Also, oder? Ganz simpel. Ja, hat er was verdient. Hallo. Hallo. Yes, please. Yeah. Can we rent three bikes? Three? Yes. Three wheel bikes. Three bikes for... five children. For 3 days? Or 2.5 actually? Ich habe gesagt, der Tutter. Der darf mein Tutter gehen. Ich habe hier keine Angst. Ich bin hier mit der Tutter. Papi! Yes! Papi, ich bin Fahrradfahren! Vier Mädchen. Stell dich weg, mach ihn weg. Dann wieder weg. Und einen Jungen, aber jetzt. Papi! Ist das eigentlich der Jutta, wenn du dann mal unten bleiben würdest, oder wenn man unten bleiben würde, wäre das auch alles ganz okay. Apropos, jetzt kann ich dir ja was erzählen. Warte. Das war heute Vormittag, wie ich telegeholt habe, wa? Ja. Du sagtest halt Musik. Ja. Dann kam da auch, von da oben, wo der Philipp ist, wisst ihr, der, wa? 3 Treppen und da kam die runde Musik an. Ja. Ja, da kam die Musik her. Und dann war er dann auch Musik und nach 5 Minuten geht er ein Stückchen, wie er alt war, wie er kam nachher mit seiner Setup-Pool da rum und bin ich da auch in den Jahren, ja. Du bist in den Jahren? Wie in den Jahren? Ja. Dann bin ich da auch nach oben gegangen, sag ich. Nach oben? Ja. Wieso bist du nach oben gegangen? Na ja, Bata, bei mir jetzt in Wohnung in den Jahren. Ach so. Ach, du bist zur Musikparty, Jan. Ach ja, Gott, ich wusste ja, wie die geguckt haben, wie die alle da gesungen haben da. Hat er da gesungen? Ja, da unten haben dann ein paar mitgesungen da und oben haben sie dann, da haben sie nachher einen Moment geklatscht da. Da war zwei Beine mehr lange dabei, wo es 4-3 Minuten. Das Dumme mit dem Fußball, das war gestern eigentlich. Wie, was für ein Fußball? Was meinst du denn, Wolfgang? Warst du mal gestern den Fußball im Fenster geschmissen, wa? Ach so, ja. Der Fußball, ja. Ja. So, ich hab mir noch nicht gedacht, dass du das warst. So, real. Hättest du das sagen können? Der lag auf der Straße. Ja. Ich hab mich ja nicht mehr dran gedacht. Ist doch scheißegal, ja. Jetzt kam der Markus, der rennt 70 Euro so schnell weg. Der sitzt der Ball mit der Klee. Ist der Junge mit den Hand kleben. Und hat er den liegen gelassen. Und dann sitzt er da oben, wir haben wohl schon liegen gelassen. Ja. Und der kam dann irgendwann zu Hause, was siehst du denn? Na ja, ein Fußball. Ja. Das ist nicht meiner, das ist von meiner
Schwester, der hinter dem Mädel, die große Gewalt. Ja. Ja, kann ich gar nicht wissen. Ach, ich sag, wo ist denn der? Ich sage, er hätte bei mir ein Trainingstor und sage ich. Ich war gerade pinkel, da ich mach mein Fenster und hat die wieder weg. Oh, bist du doof, ey. Warum erzählst du denn Quatsch? Hättest du ja gesagt, da können wir hochheben. Hättest du einmal sagen können. Ja, ja. Ich war gerade beim Pinkeln, da ist er mir reingeflogen. Ich bin mit offenem Fenster pinkelst. Du musst, naja, und hältst. Der Häufer, ich bin schon so oft, wenn ich mal gerade zu Ende war, hab ich schon mal immer was drin geschmissen, weil hier Papier oder sowas, ja. Da fand ich den auf die Fenster oder sowas. Naja, da hat er gesucht, naja. Und dann dachte ich, was kostet alle Kleinigkeit, wa? Ja. Aber ich Spaß, ich dachte, ich war Spaß. Ja. Willst du denn haben? Ich sage, naja, alles, ne? Seit der hier zum Tätowieren, seit der Ring der Zellung mit, ist das erledigt. Ah, hast du noch Geld gemacht damit? Dann machen wir halber, weil kriegt die Hälfte der Zeitung gehört mir. Ja, dann kriegst du. Kriegst du ist das ein Schlitzohr? Kriegst du morgen 50 Cent von dir? Nee, ich rede 50 Cent von dir haben. Du bist ja ein Schlitzohr, aber hier von wegen hier so. Ach, das ist ja. Musst du den Opa ein bisschen. Ja. Ist doch ja. Hat er dir eine Zeitung gemacht? Ja, naja, wenigstens mal. Kostet ihm auch nichts. Ja, gut. Ich bin gleich da mit dem nächsten Rad. Ah, ja. Das war ja jetzt noch eine Kleinigkeit hier. Allerdings kam auch gerade den Ausschwimmel abgehauen. Ah, der hat schon wieder rumgenölt da draußen. Ja? Ja. Du kannst ja nicht am Mittag, sondern du kannst ja nicht am Mittag, wenn ich die Bäume gießen. Ich könnte, da kann man ja an. Also, ja, ich kann ja nicht die Bäume gießen, weil ich gar keine Zeit dafür habe. Und warum soll ich denn alles, also alles kann ich nicht machen. Ich mache das nebenbei, unabhängig, ob mir einer sagt oder nicht, mache ich das nebenbei, weil ich kann, mache ich das. Aber ich mache das doch nicht. Ich habe das auch mal gemacht, denn da habe ich gedacht, ich mache das nicht mehr, habe ich mir da, da pinkelt so Rinder, und die scheißen alle da Rinder in den Bäumchen von der Tür, oder? Ja. Und ich passe da rein. Nee, oh. Ja. Beim Arie. Ich mache das so oft, dass ich da Wasser rankippe. Hinten die Pflanzen mache ich auf dem Hof bei uns. Ich mache die Pflanzen ja bei uns zu Hause auch, weil die dann vergisst. Und ab und zu mache ich vorne die Pflanzen. Aber ich mache das nicht jeden Tag. Ich lasse mich da auch nicht festschreiben. Ich habe einfach die Zeit nicht. Ich schaffe das nicht. Was soll ich damit machen? Der Tag hat 24 Stunden nur. Er braucht für mich braucht er wenigstens 28 Stunden. Realistisch gesehen 4 Stunden mehr am Tag. Jetzt habe ich auch meinen Plan. Er hat doch sonst auch einmal gemacht. Ich höre aus dem Balkon Fenster rausgeholt, aus dem Badezimmer oder Küchenfenster. Bei uns ohne Schweine da und dann da. Und ich erst abends um 18, 9 oder so. Ja, er kann das ja bei euch machen, aber er kann das ja nicht hier machen. Na, nee, soll er ja auch gar nicht. Soll er ja auch gar nicht. Gibt ja genug Leute, die das machen wollten. Die haben ja alle gesagt, hier, wie machen ja, das. Ja, ja. So, ich muss ackern wie bekloppt da, damit ich jetzt zu irgendwas komme. Ach. Ja, ich kann nicht darüber, Thomas. Nee. Ja, aber in dem Moment ist das halt ärgerlich, weil man ja, weißt du, das Problem ist, dass das keiner sieht, dass man das macht. Durch. Das sieht immer keiner. Wenn ich das mache, sieht es keiner. Wenn ich aber hier bin und mal 2 Minuten draußen sitze, oder ich wollte heute mit meiner Frau eigentlich heute Morgen frühstücken. Zusammen, hier draußen wenigstens. Ja, ja. Hat nicht geklappt, weil kam der eine, kam der andere, kam der nächste, ja, ja, kam ja, ja. Los. Dann hat man einen zweiten Versuch gemacht, zum Mittag, zusammen Mittag zu essen. Hat nicht geklappt, kam der eine, jedes Mal kommt einer ja, dazwischen. Ja, ich bin nur am Rennen gewesen, hab mir hingesetzt, hoffe ich stand hier ran. Die ganze Zeit, bis jetzt. Jetzt habe ich 5 Minuten gesessen draußen mit einem Kunden, der mir was verkaufen wollte. Da kommt er vorbei und dann kommt noch so ein Spruch, so, ja, nur hier, hast du Zeit, mach mal selber, du. Ich mach das schon, ich mach so viel. Ja, 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 ja. Hat mich einfach geärgert, weil ich zu mir gesagt, dass ich das nicht möchte. Ich möchte das nicht. Ich habe 1000 Sachen zu tun und alles lohnbatschen. Alles der Erinner will ja was verkaufen. Alles für umsonst hier. Mach mal hier, darf nicht kosten, mach mal da, darf nicht kosten. Nee. Das ist ja langweilig, das ist ja nicht so. Du kriegst ja auch so, ob du es runter. Ja, ist doch okay. Das ist halt hier, wa? Na ja, Frau. Solange ich dich nicht störe. Alles gut. Solange meine Frau in Ruhe lässt,
Ich tue deine Frau natürlich und ich glaube, da mache ich mal meine Schwester mit. Ja, das kann, bei Frauen kann das ganz doll nach hinten losgehen. Ja, ich will. Scherze. Ja, ich kann schon mal, ich machen. Da geht auch schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen sauer oder was, ich weiß es nicht, aber ich muss sie langsam auch schon kennen, ja. Ja, die weiß, dass du manchmal leicht undurchdachte Aussagen machst. Ja, ja, alles gut. Jetzt, das ist ja geklärt. Oh. Ach so, dann bin ich dann nachher nach Hause gekommen, weil ich selber gelesen habe, eine Stunde, dann habe ich immer aus dem Fenster hier. Ja. Und drüben, das wurde ja immer mehr, ja. Ja. Bei Corona. Na, Corona wird immer mehr, ja. Ja, die haben dann immer mehr. Nicht hier Schlange. Da vorne. Wir haben hier vorne in der Straße eine Arztpraxis, die bietet Corona-Tests an. Es ist morgens immer total. Ja. Ah, da kommen diese Ausfallsicherungen, kommen hier schon fast an die Speichen ran. Kommen sie. Nicht fast, sondern kommen ran. Macht. Ja. Ja, das ist ja. Wenn du mal Zeit haben solltest, mal ein paar Minuten. Kannst du an die BZ schicken. Was? Kannst du ja mal ein Video an die BZ schicken. Ja, musst du mal. Zurückspulen und der Zeit kann ich nicht machen. Da ist ja noch mehr drauf, ja. Auf die Kassette habe ich gemacht. Wollen sie schnell haben? Alle wollen sie schnell. Naja, das soll ja morgen, das haben sie ja morgen übermorgen, soll das ja reden, das soll das ja wieder mit 30, 35, 36 Tag der Wochenende, ja. Ach. Ja. Okay. Da lügt ja eine Zeit, haben sie auch vorhin im Fahrrad. Ja, ich glaube, das ist ja sehr gut. Das ist zu heiß. Das nicht nur dir. Ja, ich nicht mal, nur dir. Das Einzeug. Die Leute stehen da schon alle bei der Hitze. Das ist mal eigenartig, dass sie alle im Sommer mit ihren Rädern kommen müssen, wa? Naja, im Winter fährt keiner. Ja, aber ich meine, was kann man doch, aber. Wenn die wüsste, du machst im März wieder aus April, dass man dann März April machen kann. Tja, das erschließt sich mir auch nicht immer. Nun geht ja auch ein Rad zwischendrin auch mal kaputt. Und das meiste sind ja hier platte Reifen nun mal. Ah ja. So wie das. Das bereite ich auch nur noch vor für morgen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Stimmt, dann kann ich mich beschweren. Ja, hier, 12 Stunden am Tag für alles Mögliche. So, guten Abend, ich bin jetzt zu Hause. 21.43 Uhr ist es. Ich werde jetzt einen neuen Ordner erstellen hier und für euch die Sachen hochladen. Überladen von heute. Heute ist der 17.8. Neuen Ordner erstellen. Nennen wir den 17.8. Und dann kopiere ich die Sachen von dieser Kamera jetzt darüber, dann ins Schneideprogramm und so weiter. Also, wir sehen uns morgen wieder. Macht es bis dann. Ciao, sagt der Tommy.